guck mal kurz, wenn ich 10 Drachenblut verkaufe, bleibt der Zähler trotzdem immer noch gleich. Gut. So. Das heißt, ich kann die eigentlich theoretisch noch ein bisschen hochtrainieren lassen. Hier sieht alles okay aus soweit. Ja. Das kann ich jetzt platzieren, wenn da das Loch zu ist. So. Gleich mal eine neue Runde Trainingsfiguren aufstellen. Jetzt kann die falsch platzierte Wand hier rüber. Aha, langsam fängt das wirklich an, schöne Formen anzunehmen. Ah. So, bauen bitte. Und ihr steigt bitte Stufen auf. Hast du keinen Bock zu trainieren? Doch, jetzt hat er auf einmal Bock drauf. Ja, und wenn alle Stufe 11 erreicht haben, dann können sie es mit den Orks oben aufnehmen. So, du stellst dich auch mal ein bisschen wieder hierher. Und wir können mal unsere Buddler anweisen, wenigstens hier rüber zu buddeln. Von da aus können wir nämlich weiter nach da hinten und nach da oben kommen irgendwie. Naja, nach da oben kommen wir auch von hier aus irgendwie. Und von da oben aus können wir irgendwie auch nach da hinten kommen. Weil ich will nicht riskieren, dass da hinten noch eine Tafel versteckt ist und wir übersehen sie einfach, indem wir nicht rein ranbuddeln. Ich spule mal ein bisschen schneller. So, 2 Punkte für Arbeitergeschwindigkeit. Dann schnappe ich mir mein Militär. Nein, ich speichere erstmal wieder. Schnapp mir dann gleich mein Militär. Dumm, wenn der Counter hier runtergelaufen ist. Ich habe schon mal feindliche Portale zerstört. Ich glaube, das ist wieder ein Übersetzungsfehler. Das wird wahrscheinlich wieder heißen, vernichtende Gegner. Gegner vernichtet. Dumm. So, hier wäre unser erster Kandidat. Der kann sich auch noch wehren. So, der konnte sich wehren. Können wir uns noch gleich noch einschnappen? Hier irgendwo abgelegen.
Da sind zwei. Mit zwei auf einmal will ich mich nicht unbedingt anlegen. Zwei auf einmal. Nicht so gut. Versuchen wir es mal hier einfach. Vorausgesetzt, die Fernkämpfer helfen mit. Deine will nicht mithelfen. Okay, es ist egal, wenn... du weg. So. So, alle wieder hier runterporten, dass sie sich heilen können. Und da wir genügend Holz und Gold haben, werde ich noch mal eine runde Sandsäcke für euch drei, vier. Und einen Holzklotz zu hier zu machen. Der sieht noch nicht zugemacht aus. Wahrscheinlich, weil mein Handwerker schläft. Sorge. So, und ich buddel auch gleich schon mal hier in die Richtung weiter. Wie gesagt, ich will nämlich auch noch da oben hin. Also buddel ich einfach mal straight forward, geradeaus. Noch straight forwarder. Dass ich hier ankomme. Und hier ankomme. Jo. Und die Wand ist fertig. Gut. Sehr, sehr gut. Du heizt dich jetzt auch ganz langsam hoch. Gehen wir mal wieder ein bisschen volle Pulle. So, du musst auch ein Level abkriegen, dass du wieder voll geheilt bist. Hat nicht gereicht. Hehehe. Okay. Du sollst nicht üben, du sollst üben. So. Das kann ich mir alle wieder schnappen. Und nach oben. Wo der Ork übrig geblieben ist, hier in der Ecke. Ork. Orki, Ork, Ork. Da zähle ich zwei Orks. Da ist der Ork. Wieder nur ein Fernkämpfer. So, ein Ork ist weg. Meine Beliebtheit ist gerade irgendwie gesunken und es steigt sie wieder. Ja,
Ja, ist auch immer sehr toll. So, den Ork da noch bitte töten. Oder auch nicht. Ernsthaft. Wenn ihr schon dabei seid, tötet sie am besten gleich beide. Gut. Okay. Wäre das erledigt. Das heißt, wir haben oben auf der Oberwelt alles getötet. Was tötbar war und haben dadurch Erfahrungspunkte gekriegt. Achso, weil ich die Zwerge wieder in meinen Hoheitsgebiet geholt habe. Ist alles pisst oder was? Ja, das können wir ein bisschen kompensieren, indem ich einfach... Oh, das war übrigens falsch hier. Indem ich einfach schon mal das Schlafzimmer ein bisschen herrichte. Da war falsch platziert. So. Die Ecke noch und hier noch Bodenbelege. Weil mir fällt gerade so ein, wir wollten ja auch noch irgendwann mal ein Labor hier errichten. So, Labor. Komplex. Oh. Ist hier schon wieder Kartenende. Ja, da ist Kartenende. Also, nichts mit Lack. Hier. Mist. Wie löse ich dann das Problem? Ah, ich weiß schon wie. Da ich schlau bin, mehr oder weniger, machen wir das dazu. Habe ich hier Platz für die Labore. Dann kommt hier noch ein Bett hin. Und hier kommen dann Labortische hin. Und da bleibt dann der Esstisch. Problem gelöst. Ja, das ist gut. Sehr gut sogar. Wie viel kostet eigentlich ein Esstisch aus Stein? Der dürfte ja jetzt baubar sein. 200 Stein. Bei Marmortisch und solche Sachen brauchen wir jetzt erstmal noch nicht.
Als nächstes mache ich hierzu, dass das Wohnzimmer schon mal fertig ist. Ja, sehr gut, sehr genial. So, Schlafsäcke. Ja, da würde ich sagen, ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Ich speichere das Spiel. Und dann sehen wir uns gleich wieder.